evangelischen Markuskirche zum Gottesdienst am Vorabend vor dem 18. Sonntag nach Trinitatis. Aufgrund der hohen Infektionszahlen ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes während des Gottesdienstes wieder zur Pflicht geworden, auch wenn Sie auf Ihrem Sitzplatz sind. Wir verzichten in unseren Gottesdiensten auf Gesang oder Mitsummen der Lieder. Wir werden zum Teil Liedstrophen sprechen, denn eigentlich sind Lieder ja auch nur gesungene Gebete. Oder wir hören Liedstrophen, werden der Orgelmusik lauschen und die liturgischen Gesänge, die Sie sonst in dem Ablauf des Gottesdienstes finden, werden wir gemeinsam sprechen. An der Orgel werden wir unterstützt durch Vidikül. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Mit dem Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Jeremia grüße ich Sie von Herzen. Heil sein oder geheilt werden, das beschränkt sich nicht nur auf unsere körperliche Verfassung. Nein, Gott hat immer den ganzen Menschen im Blick. Den Leib und die Seele. Beides gehört zusammen, ist miteinander verwoben und kann nicht getrennt betrachtet werden. Gott spricht uns immer als Ganzes an. Und im Eingangslied wollen wir Gott Dank sagen. Wir werden erst die Melodie hören, dann werden wir gemeinsam die Strophe 1 und 2 beten. Dann hören wir noch einmal die Orgel, danach beten wir die Strophe 4 und 5 und zum Abschluss erklingt noch einmal die Orgel.
Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten und jauchzet alle ihr Frommen. Kommt, lasst uns anbeten. Bei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Gott, wir sind versucht, von unseren Fehlern abzulenken. Zu gerne zeigen wir auf Fehler von anderen. Wir sind versucht, unser Handeln schön zu reden und reden zu gerne schlecht über die Taten von anderen. Wir sind versucht, unsere Schuld zu verdrängen. Zu gerne suchen wir im anderen den Sündenbock. Herr, hilf mir, meine Fehler vor dich zu bringen. Hilf mir, mein Handeln zu hinterfragen. Hilf mir, meine Schuld zu beichten. In der Stille vertrauen wir uns dir an. Vergebender Gott, nur wenn wir uns unseren Fehlern bewusst werden und wenn wir dir unsere Schuld bekennen, wirst du uns vergeben, uns vor der Angst vor Verfehlungen behüten und uns beschützen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Hört den Zuspruch Gottes. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Mit diesem Zuspruch wollen wir Gott im Wechsel loben und das Lobgebet finden Sie in der Gesangbuch unter der Nummer 180.3. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir loben dich, wir beten dich an, wir preisen deine große Herrlichkeit. Wir sagen dir Dank um deiner großen Ehre willen, Herr Gott, himmlischer König, Gott, allmächtiger Vater. Wir loben dich, wir beten dich an, wir preisen deine große Herrlichkeit. Herr, eingeborener Sohn,
Jesus Christus, du Allerhöchster, Herr Gott, Lamm Gottes, ein Sohn des Vaters, der du hinnimmst die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Wir loben dich, wir beten dich an, wir preisen deine große Herrlichkeit. Du bist alleine heilig, du bist alleine der Herr, du bist alleine der Höchste, Jesus Christus mit dem Heiligen Geist in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Wir loben dich, wir beten dich an, wir preisen deine große Herrlichkeit. Amen. Komm du uns nahe, Gott, mit deiner Gerechtigkeit. Komm mit deiner befreienden Kraft, die Verschlossenes öffnet. Komm mit deiner Wärme, die wohltut und heilt, dass wir aus uns herausgehen können und einander offen begegnen. Dazu hilf uns um deiner Liebe willen. Amen. Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 und bitte Sie nach Möglichkeit zur Lesung aufzustehen. Die Heilung eines Gelähmten. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber auch einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Halleluja! Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wolltest du nicht lassen. Halleluja! Den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters,
Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich sing und mach auf Ehrenkund, was mir von dir bewusst. Ich weiß, dass du der Brunnen der Gnade und ewige Quelle bist, daraus uns allen früh und spät viel Heil und Gutes fließt. Immer fromm und treu und stehst uns, wenn wir in Gefahr geraten, treulich bei. Wenn unser Herze seufzt und schreit, wirst du gar leicht erweicht und gibst uns, was uns hoch erfreut und dir zur Ehr gereicht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den heutigen Samstagabend, Vorabend vor dem 18. Sonntag nach Trinitatis, steht im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 22 bis 32. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch allesamt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einander dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Liebe Gemeinde, es geht doch nichts über klare Regeln und Handlungsanweisungen. Paulus gibt in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus Weisungen für das neue Leben. Lügt nicht, sondern sagt die Wahrheit. Zorn ist erlaubt, solange man dabei nicht sündigt und vor dem Abend der Zorn wieder verraucht ist. Stehlen ist verboten. Man soll einer nützlichen Arbeit nachgehen und den Bedürftigen etwas abgeben von seinem Erworbenen. Redet nichts Böses, sondern nur Gutes. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Und am Ende fasst Paulus nochmal alles zusammen. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch samt aller Bosheit. Na, nichts einfacher als das. Diese Regeln zu befolgen, das ist doch einfach. Im Vergleich dazu die Regeln zum Schutz gegen das Coronavirus. Diese Regeln ändern sich gefühlt wöchentlich und es fällt einem schwer, immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Und nicht alle Maßnahmen, die dort beschlossen werden, erschließen sich einem sofort. Da wird eine Sperrstunde verhängt und nach nicht einmal einem Tag durch ein Gericht wieder einkassiert. Da gibt es ein Beherbergungsverbot, das in einem Bundesland für ungültig erklärt wird und in dem anderen aber noch Bestand hat. Ich jedenfalls kann nicht alles nachvollziehen. Ich hoffe und vertraue jedoch darauf, dass sowohl die Regeln im Allgemeinen als auch die Regeln hier für unsere Gemeinde gut durchdacht sind und ausreichend sind im Schutz vor diesem gefährlichen Virus. Aber zurück zu den Regeln, die Paulus aufstellt. Natürlich stehle ich nicht, sondern gehe einer nützlichen Beschäftigung nach. Wenn ich so nachdenke, ich gehe sogar mehreren nützlichen Beschäftigungen nach. Für die eine oder andere bekomme ich einen Gehalt oder einen Arbeitslohn. Andere wiederum, das mache ich freiwillig oder ehrenamtlich, wie zum Beispiel hier diesen Predigtdienst. Bei Ihnen wird es vermutlich ähnlich sein. Wobei, naja, hier und da stehle ich vielleicht dem einen oder anderen etwas Zeit. Ich erzähle zum Beispiel, was mich bewegt und finde nicht immer den rechten Zeitpunkt aufzuhören, um meinem Gegenüber vielleicht zuzuhören. Und wenn ich nochmal genau nachdenke, ich glaube, ich bestehle unsere Erde, hier und da jedenfalls. Wenn ich das Auto benutze, dann verbrennt meins jedenfalls kostbares Benzin, immer noch. Und wenn ich mein Handy verwende, dann bekomme ich sogar ein schlechtes Gewissen. Seltene Rohstoffe werden in so einem Handy verbaut. Und die werden zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut, in Ländern, wo es keinen besonderen Sicherheits-
Sicherheitsstandard gibt und wo die Einhaltung der Menschenrechte zumal zu Füßen, mit Füßen getreten werden. Und wir als Menschheit treiben ganz sicher Raubbau mit unserer einmaligen Erde. Gebe ich von meinem erwirtschafteten Geld wirklich genug an die Bedürftigen ab? Könnte es nicht mehr sein? Mir kommen Zweifel, ob ich das mit dem Stehlen und mit der Gabe an die Bedürftigen immer so hinbekomme. Naja, diese Zweifel kommen, jedoch verdränge ich sie und schiebe sie auch gerne zur Seite. Vielleicht ist es doch nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Aber Lügen? Nein, das tue ich ganz sicher nicht. Ich rede nur Gutes und Lästern ist mir fremd. Naja, gucke ich genauer hin, dann sage ich vermutlich nicht immer die Wahrheit. Ich würde das vielleicht nicht so direkt als Lügen bezeichnen. Allerdings habe ich so manchmal das Gefühl, dass es weiser ist, nicht die Wahrheit zu sagen. Auf die Frage, wie geht es dir, antworten vermutlich einige, wenn nicht sogar viele, mit einem lapidaren Gut. Auch wenn es dem einen oder anderen alles andere als wirklich gut geht. Ein Mann hat mal das Experiment gestartet, immer, also wirklich in allen Lebenslagen, die Wahrheit zu sagen. Und ich meine mich zu erinnern, nach nicht einmal 14 Tagen wären fast alle seine Freunde ziemlich sauer auf ihn gewesen, weil er eben gnadenlos ehrlich war und nicht unbedingt nachsichtig oder freundlich. Auch seine Familie war vom Experiment wenig begeistert. Was antwortet man zum Beispiel auf die Frage, findest du mich zu dick? Oder gefällt dir mein neues Kleid? Die Wahrheit würde einen echt in Schwierigkeiten bringen können, manchmal vielleicht. Eine Notlüge ist in solchen Fällen sicherlich der freundlichere Weg. Und wer kann schon behaupten, dass er nie gelästert hätte? Also dort, wo Unhöflichkeit und Respektlosigkeit zum guten Ton werden und wenn offensichtliche Lügen zum Wahlkampfprogramm gehören, da spreche auch ich lästernd oder mit böser Zunge über den einen oder anderen namhaften Politiker. Letztens konnte ich auch eine Unterhaltung von meiner Tochter mit ihrer Schulkameradin zuhören, die gerade über einen Schulkameraden nicht freundlich gesprochen haben. Das war ein Paradebeispiel an Lästerung. Immerhin ist es ihnen, nachdem ich immer verwunderter geschaut habe, auf den zweiten Blick erscheint es mir überhaupt nicht mehr so einfach zu sein, diese Weisung von Paulus an die Gemeinde geschrieben, so umzusetzen. Und ich kann auch nicht argumentieren, dass mich diese Regeln nichts angehen würden. Das, was Paulus damals geschrieben hat an die Gemeinde, das geht mich sehr wohl was an. Denn seine Hinweise sind zeitlos. Sie gelten damals so wie heute. Sie gelten für unser Miteinander innerhalb der Gemeinde, aber auch nach außen. Wie heißt es im letzten Vers? Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich muss mir eingestehen, dass es uns heute vermutlich genauso viel abverlangt wie damals vor mehr als 2000 Jahren. Vielleicht war es damals sogar schwerer noch als heute. Ja, es geht um nichts Geringeres als ein neues Leben zu führen, ein Leben als Christinnen und Christen. Es geht darum, in die Nachfolge Jesu einzutreten. Und das fordert uns immer wieder aufs Neue. Wir müssen dranbleiben und dürfen nicht aufhören, uns anzustrengen. Hören wir nochmal den Anfang des Predigttextes. Legt den alten Menschen ab, zieht den neuen Menschen an, erneuert euch im Geist und im Sinn. Darum geht es also. Die anschließenden Weisungen können uns dabei als Richtschnur dienen. Ich konnte nicht anders. Ich bin halt, wie ich bin. Ich komme nicht heraus aus meiner Haut. Ich bin eben ein Gewohnheitstier
ausreden, aber es führt uns eigentlich vor Augen, wie gefangen wir in uns selber sind. Wie schwer es uns fällt, alte Gewohnheiten aufzugeben und Neues nicht nur in Erwägung zu ziehen, sondern auch umzusetzen. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, hat mir damals meine Mutter immer gesagt. Wie wahr und wie schwer. Es geht darum, in einem ersten Schritt das eigene Handeln zu hinterfragen. Bin ich auf dem Holzweg? Bewege ich mich noch auf diesem Weg, der von Jesus vorgegeben wurde? Hier sind die 10 Gebote, wie auch die Weisungen des Predigttextes, mehr als hilfreich. Was würde, so frage ich mich, dieser neue Mensch tun, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit? Ich denke, er würde zuerst einmal bei Gott um Vergebung anfragen für seine eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten. Und er würde anderen vergeben, die genauso Mühe haben, den alten Menschen mit seinem früheren Wandel abzulegen. In der Lesung des Evangeliums Markus haben wir gehört, dass dem Gelähmten zuerst die Sünden vergeben werden, und zwar weil er glaubt. Erst danach wird er aufgefordert, aufzustehen, sein Bett zu nehmen und nach Hause zu gehen. Erst nach der Sündenvergebung ist er fähig, andere Dinge in Gang zu setzen. Erst nach der Vergebung der Sünden ist er fähig, den alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen. Die Möglichkeit und Fähigkeit, Altes abzustreifen und Neues anzufangen, hat ihren Ursprung nicht in unserer menschlichen Bemühungen, sondern in Gottes Gnade. Nur Gott kann uns unsere Sünden vergeben. An uns ist es jedoch, unsere Sünden und Verfehlungen ungeschminkt zu erkennen. Das Erkennen ist schon an sich eine große Herausforderung. Aber es wird noch mehr von uns verlangt. Wir müssen uns vor Gott öffnen und mit ihm über unsere Fehler ins Gespräch kommen. Denn nur so kann Vergebung erteilt werden. Das Zugeben und auch Aussprechen, selbst wenn es nur in Gedanken ist, fällt meist schwerer noch als das Erkennen. Wie wunderbar entlastend für uns Christinnen und Christen sind da doch die letzten Worte des Predigttextes. Vergebt einander den anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Es ist demnach keine Frage für die Zukunft, ob Gott uns irgendwann einmal vergeben wird. Nein, dem, der glaubt, dem sind die Sünden im Hier und Jetzt schon vergeben in Christus. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Alter von 92 Jahren. Und wir denken an Volker Hanning aus Arzdorf. Er starb im Alter von 66 Jahren. Beide wurden in der vergangenen Woche kirchlich bestattet. Allmächtiger, gütiger Gott, begleite Harald Geißler und Volker Hanning in dein Reich und nimm sie gnädig auf. Umfange sie mit deiner Güte und Liebe. Wir bitten für die Menschen, die um die Verstorbenen trauern. Hilf ihnen, ihrem Schmerz zu begegnen und tröste sie. Bringe ihnen Heil in ihrer Traurigkeit. Amen. Die Kollekten vom letzten Wochenende ergaben im Klingelbeutel sowie in der Außenkollekte jeweils einen Betrag von 85,81 Euro. Und es ist eine Spende für die Seniorenarbeit, den Besuchsdienst im Bezirk Merkstein eingegangen von 50 Euro. Wir sammeln eine Kollekte ein, beziehungsweise zwei, aber das nur am Ausgang, also nur einmal am Ausgang. Und wir teilen dann den Betrag, der dort gespendet wird. Die Innenkollekte an diesem Gottesdienst ist bestimmt für die diakonischen Aufgaben der eigenen Gemeinde. Und als Außenkollekte ist eine Wahlkollekte Ihnen ans Herz gelegt. Dort geht es um einen Verein, eine Gruppe, die sich darum bemüht, Aufklärung über Beschneidung von Mädchen in Ägypten zu betreiben. Die Beschneidung von Mädchen ist seit 2008 in Ägypten offiziell verboten, wird aber weiterhin vielerorts praktiziert, vor allem in ländlichen Gebieten. Im Rahmen eines umfassenden Entwicklungsprogramms erklärt COCBLES erklärt auf über die negativen Folgen dieser Beschneidung. Und in zahlreichen Dörfern konnte so die Genitalverstümmelung so vollständig eliminiert werden. Ich danke für die Kollekten vom letzten Wochenende und lege Ihnen die Kollekten für diese Woche ans Herz. Nach dir.
Zum fürbitten Gebet, Vater unser, Segen, hat diese Bitten sich zählen. In den Fürbitten möchte ich Sie bitten, gemeinsam mit mir nochmal den Wochenspruch zu beten. Ich spreche ihn nochmal vor, dann sprechen wir ihn nochmal gemeinsam. Heile du mich, Gott, dann werde ich heil. Hilf du mir, dann wird mir geholfen. Heile mich Gott, dann werde ich heil. Hilf du mir, dann wird mir geholfen. Gott, diese Sehnsucht nach Perfektion, mein Stil, mein Idealbild, mein Lebensentwurf. Für Menschen mit Krankheit bitte ich dich. Für Menschen ohne Arbeit bitte ich dich. Für Menschen im Obdach bitte ich dich. Gib diesen Menschen Stärke und Respekt und schütze sie vor falschen Idealen. Heile du mich, Gott, dann werde ich dich heilen. Hilf mir, dann wird mir geholfen. Gott, diese Sehnsucht nach Stärke, meine Insel, meine Truppen, mein Kampf, mein Sieg. Für Menschen in Kriegsgebieten bitte ich dich. Für Menschen in Unfreiheit bitte ich dich. Für Menschen auf der Flucht bitte ich dich. Gib diesen Menschen Hoffnung und stoppe die Kämpfer und Machthaber. Heile du mich, Gott, dann werde ich heilen. Hilf du mir, Gott, dann ist es mir geholfen. Gott, diese Sehnsucht nach dem Richtigen, mein Recht, mein Wissen, mein Weg. Für deine Kirche bitte ich dich. Für Menschen im Streit bitte ich dich. Für Menschen ohne Orientierung bitte ich dich. Für Menschen, die Gespräche verweigern, bitte ich dich. Gib diesen Menschen Orientierung und zeige ihnen Wege, aufeinander zuzugehen. Und stoppe Fanatiker und Rechthaber. Heile du mich, Gott, dann werde ich heilen. Hilf du mir, dann wird mir geholfen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, Gott, dass du da bist und bleibst. Das hoffen wir durch die Zeit, heute und immer da. Und gemeinsam sprechen wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht ihr diese Woche mit dem Segen des heilenden, des vergebenden Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Für das Schlusslied möchte ich Sie bitten, Platz zu nehmen. Und die erste Strophe werde ich sprechen, die zweite Strophe, die Gemeinde. Wir hören zum Beginn Orgel, dann nach dem zweiten.
Gott und sein Zeugnis halten, sind stets bei ihm im Gnaden. Von Herzensgrund ich spreche, dir sei Dank alle Zeit, weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. Die Gnade auch ferner mir gewähr, ich will dein Rechte halten, verlass mich nimmermehr. Durch deine Hand bereit.